So Leute, weiter geht's mit dem zweiten Teil. Los geht es. Ich habe da auch letztens ein interessantes Video von Eckhart Tolle zugesehen mit Ja. Erleuchtung, dass dann die Menschen sagen, okay, ich will jetzt erleuchtet werden, also werde ich jetzt 100 Tage fasten, ich werde all mein Geld verschenken. Aber im Grunde genommen, darum geht es ja gar nicht bei der Suche nach Erleuchtung. Die findet man im Innern und man kann trotzdem glücklich sein und Spaß haben. Es geht auch gar nicht darum, Geld verschenken, Leute. Es geht einfach darum, empfangt dieses Geld, was zu euch möchte. Lasst euch für eure Dienstleistung fürstlich bezahlen. Das ist das, was das Universum Aber möchte. betrügt nicht. Ja, Verarscht ja. keinen, das ist scheiße. Nimmt nicht den Leuten, die nichts haben, Geld weg. Ja, ist so einfach, ne? Oder macht es aus eurem Gefühl heraus. Aber verschenkt es nicht. Glaubt nicht, dass er deswegen, ja gut, es gibt Menschen, die sagen, ja, ich habe dadurch eine Heilung erfahren. Das ist eigentlich nur sich selbst zu segnen oder ich tue das für mich, damit ich dieses empfange. Das mag ja für denjenigen so funktionieren, aber es ist eigentlich Blödsinn. Weil der Jesus, der kann uns jetzt hier, kann deiner Freundin auch nicht helfen, wenn die im Stau steht, oder? Oder hat einen Unfall, dann ist er in dem Moment, ne? Also es gibt Lebenssituationen oder du hast vielleicht eine Anzeige laufen, musst vors Gericht. Wenn du Blödsinn gebaut hast, musst du durch. Ja, wenn du Leute betrogen, wenn man Leute betrogen hat, muss man da auch durch. Also bringt Ordnung in euer Leben. Das ist die höchste Religion, sage ich immer. Ja, wenn ich manch einen sehe, ich meine, ich arbeite ja auch mit vielen Klienten, wo ich dann denke, boah, wenn einer gar nicht weiß, was er will, ja, dann braucht er doch erst gar nicht kommen. Muss er ja erst mal wissen, was er will von mir. Ja, ist so das Gleiche. Ne? Ich kann ja nicht die Scherben wegräumen, die er vorher verursacht hat. So, und das wird der Jesus auch nicht machen. Vielleicht können wir nochmal, wo wir beim Stichwort Jesus sind, jetzt, also die Christen haben ja jetzt Jesus für sich gepachtet als den einen, obwohl ja auch im Koran der Jesus als Prophet erscheint. Aber sagen wir mal so, die Katholiken, die haben den Jesus ja exklusiv und. Es gibt ja andere Christen auch noch, nicht nur Katholiken, es gibt dann auch die Protestanten, die Baptisten, die Evangelikalen, die Orthodoxen, es gibt alle möglichen. Also Exklusivität innerhalb des Christentums gibt es nicht. Es gibt nur jeder einzelne Christ, der da draußen rumläuft, glaubt, dass das Christentum einen Monopol auf Jesus hätte, dass alle anderen Religionen einen falschen Jesus lehren. Da würde mich jetzt mal interessieren, der Vatikan. Was sind da für Energien? Haben die wirklich unser Wohl? Gibt es eigentlich überhaupt, also wie ich gelesen habe, steht ja eigentlich in der Bibel gar nicht drin, dass wir Kirchen brauchen. Ich bin jetzt aber auch kein Bibelexperte. Wie betrachtest du das Ganze, diesen Apparat Vatikan, Kirchen? Die Kirche bist du selbst. Trage das Geld in deine Kirche, nicht in die Kirche der anderen. Ja, wo es dir auch Seite gibt, im Universum ist deine Kirche. Du bist das Universum, das ist in dir und das ist deine Kirche. Deswegen Bitte kann ich zu ja auch dieser. Jesus in mir finden, mit ihm Richtig. direkt beten. Ich brauche jetzt nicht in Genau. eine Kirche, um mit Jesus, Nein. Maria oder anderen Heiligen zu Du bist diese kommunizieren. Energie. Du kannst sagen, ich bin die Jesus-Energie, ich bin die Maria, ich bin das. Aber warum profitiere ich von anderen Energien? Was wäre, wenn ich einfach nur sage, ich dupliziere diese Energien? Und versuche diese Energie, wenn ich sie dupliziert habe, habe ich sie nicht in eine Besetzung wieder in meinen Körper gebracht, sondern ich bin ich und kann aber aus dieser Energie duplizieren oder aus diesem großen Bewusstseinsfeld die Information empfangen, die jetzt dein Körper vielleicht braucht. Um Ja, zu also bei der heilen. Heilung zum Beispiel. Ne? Gehen wir mal ganz typisch von der klassischen Handauflegung. Also Bewusstseinsfeld, damit ist gemeint einfach ein Cluster an Informationen. Ja, und dann kann ich mit dem Körper, dieses Wesen ist ein Bewusstsein, dieser Körper kann mir viel mehr erzählen und der weiß genau, wo er jetzt die Heilung Der benötigt. lügt. So, und dann kann die Kraft des Universums durch dich gehen. Das ist ja alles, was passiert, damit du wieder in deine Energie zurückgehst. Und wenn ich dafür Jesus brauche, ist es auch okay. Nur ich sage einfach, versucht es, ihn nicht mächtiger zu machen. Ihr könnt ihn bitten, mit der Energie zu unterstützen, also die Energie aufzurufen. Ja? Das ist wie wenn ich den Kristallschädel auf den Schoß setze, arbeitet der auch mit dir. Ja? Bestimmt. Ist dann A der Stein, B die Energie des Universums und dann kriegst du die Verbindung zu dir. Das heißt, ihr schließt euch in dem Moment kosmisch wieder an. Und das ist die höchste Energie, die man empfangen kann, wenn man diese kosmische Energie wieder durch sich fühlt. Und dadurch kann ich mich entfalten und dann bin ich ganz in meiner Kraft. Woran spürt Also damit ist halt gemeint, man fühlt halt das Göttliche, weil wir haben ja bereits im letzten Video gesagt gehabt, dass der Kosmos auch Gott ist und die kosmische Energie und die göttliche Energie sind eigentlich schon Synonyme, ja.
Es geht einfach darum, dass du einfach fühlst, dass irgendeine göttliche Kraft durch dich durchfließt. Vielleicht merkt man das, wenn man das Gefühl hat, man kann die ganze Welt erobern, ja, weil man irgendwas durchgezogen hat, was man normalerweise niemals durchziehen würde, weil dann hast du etwas gemacht, was dein Ego niemals machen würde, ja. Weil dein Ego möchte es immer bequem haben und du hast zum Beispiel was durchgezogen, was du normalerweise niemals machen würdest. Und somit hast du dich daran erinnert, dass du zu mehr imstande bist, als dein Ego immer vorgaukelt, weil das immer Energie sparen möchte. So als Beispiel, ja. Damit du einfach besser die Zusammenhänge verstehst, weil als göttliches Wesen bist du viel größer. Ja, und jedes Mal, wenn du dir selbst hilfst, dann hilft dir auch Gott, ja. Und das ist damit gemeint, dass die kosmische Energie durch dich durchfließt, das Gefühl, ich bin groß, ja, ich bin was Größeres als mein Körper. Ja, das ist damit gemeint. Höre ich denn jetzt, ob ich, wenn ich jetzt jemanden bitte oder channel oder mit dem Schädel rede, dass da... Also für die, die nicht wissen, was Channeln heißt, da steckt schon Channel, das Wort Kanal drinnen. Das heißt, du bist ein Kanal für irgendwelche Wesenheiten, die durch dich durchsprechen, ja. jetzt jemand mit mir redet, der es gut meint und nicht schlecht? Ja, alles, was dich mit du da, du kannst es nicht. Du machst es nicht so. Also alles, was in dieser, in der Negativen. Minusform ist, ist nie das Gute. Ist nicht das gute Teufelchen. Aber theoretisch könnte, wenn ich jetzt ein Dämon wäre, wäre ich ja ganz clever, würde ich sagen, du bist die So schlau sind die tollste. nicht. Ne? Nein, so Weiß schlau ich ja sind die nicht. nicht. Da muss ich leider widersprechen. Natürlich, die sind schlau. Also tut mir leid, das ist naiv zu sagen, so schlau sind die nicht. Ja, so einfach ist das nicht. Leute, es ist so. Es gibt Leute da draußen, die sagen, sie sind irgendein Wesen aus einer anderen Dimension, irgendeine Reinkarnation von irgendeiner berühmten Persönlichkeit. Das ist ja auch eine Aufwertung, ja? Und natürlich fühlt man sich dann geschmeichelt und denkt sich, jawohl, das bin ich, wirklich. Weil man identifiziert sich gerne damit, man möchte sich als was Großes fühlen. Und die Dämonen, die nutzen das natürlich aus und erzählen dir das natürlich, ja. Also tut mir sehr leid, das sagen zu müssen, aber hier muss ich leider, 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 leider widersprechen. Die sind sehr wohl schlau. Und eine Statistik besagt, dass 5% der Channel-Medien echt sind und rein sind und 95% unecht und mit Scherzgeistern behaftet, ja. Also das muss man einfach traurigerweise so sagen. Ich denke ja Aber du nur. kannst es auch fragen, wer spricht da zu mir? Ist das jetzt ein Dämon? Also, ganz kurz, ich möchte nochmal das erwähnen, was Dirk gesagt hat. Dirk Seufert, der mit der Schari immer diese Interviews macht, wo es um die Außerirdischen geht und so weiter, fragt dieses Wesen einfach, im Namen Gottes, zeige mir dein Licht. Und dann leuchtet das Licht entweder heller oder das ist nicht da und es zeigt sich dann nicht, ja. Also, das wäre ein Test, den ihr machen könnt. Und dann kriegst du ein Ja oder Müssen die Nein. das die Wahrheit sagen? Können Ja, die nicht auch ja. lügen? Es sind ja auch gewisse Dämonen, sind einfach auch geschickt worden, damit du sie veränderst und loswirst, weil du hast aus dem alten Leben vielleicht mitgebracht oder hast mit denen noch Gelübde, dass sie jetzt sagen, tick, 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 jetzt ist die Zeit gekommen, du darfst jetzt wachsen und du darfst mich jetzt eliminieren. Also da haben wir große Band. Ja, aber das wissen die nicht. Das ist zweigleisig natürlich. Die haben ihre eigene Agenda, dich zu blockieren. Und natürlich denken sich die Dämonen nicht Folgendes: Ich helfe dir jetzt, indem ich mich von dir eliminieren lasse. So ist das natürlich nicht. Das ist ja ganz klar. Das ist zweigleisig. Also sie haben halt den Sinn, dass du sie auflöst, in dem Sinne, dass du sie transformierst. Das heißt, dass du an deinen Schatten arbeitest, das heißt, dass du an deinen negativen Seiten arbeitest und sie ins Gute umwandelst. Ja, zum Beispiel musst du, was nehmen wir denn jetzt her, deine Verletzlichkeit, woraus du andere verletzt, umwandelst dazu, dass du ein weiches Herz bekommst und mehr Mitgefühl empfindest. So als Beispiel, ja, einfach nur, das habe ich jetzt konstruiert. Und dann kann doch der Dämon, der dich immer gesteuert hat, andere zu verletzen, nicht mehr steuern. Der sitzt weg, ne? Bandbreite. Da haben wir ja noch groß was vor mit den Zuschauern in Ja, aber diesem ehrlich. Fachbereich. Und da auch bewusster zu werden, um auch mit diesen Fremdenergien eben besser umzugehen.
Und wer überhaupt, was wäre denn, wenn es mal hinterfragt wäre, was wäre, wenn Jesus der Dämon wäre und nicht die Heilung oder die Liebe? Wissen wir doch alles gar nicht. Also ich habe jetzt nicht mit ihm persönlich... Ja, also das sehe ich ein bisschen anders. Also alle spirituellen Leute sagen, Jesus ist gut und es reicht für mich als Beleg aus, dass er wirklich gut ist. Ja? Kein einziger hat gesagt, wir wissen nicht, ob Jesus gut oder böse war. Das höre ich heute das erste Mal. Die Leute, die jetzt Christen sind, jetzt zuhören, die denken sich natürlich alle sofort, ja, diese Frau, die ist doch vom Satan und so, ne? Jetzt denkt ihr euch nur, weil euer eigenes Weltbild das wahr voraussetzt, ja? Und sobald jemand das Gegenteil von dem sagt, was euer Weltbild sagt, muss es ja vom Teufel kommen, aus eurer Sicht, ja? Liebe Christen. Nicht gesprochen. Ja, ich auch nicht. Ich hoffe, dass es nicht so ist. Also mein Gefühl fühlt sich eigentlich ganz gut an. Und ich glaube, man muss da echt auf sein Gefühl am meisten hören. Man muss, also hört auf euer Gefühl, macht das und sprecht mit den Wesen, zu denen ihr ein gutes Gefühl habt. Welche Religion ihr vertretet, auch völlig egal, aber macht die nicht mächtiger als euch, weil ihr seid die mächtigsten Wesen in eurer eigenen Schöpfung. Und wenn ihr euch eurem ganzen Bewusstsein ausrichtet, braucht ihr das nicht wirklich als Unterstützung, aber das ist ein Weg. Ja, wir haben ja auch noch Engel. Ja, das hatten wir auch schon im letzten Video besprochen, dass du dein eigener Lehrer bist, sodass du nur dein eigenes Bewusstsein brauchst, nur deine eigenen Erinnerungsprozesse an das Wesen, was du wirklich bist. Und dann brauchst du auch nicht die ganze Zeit Copy-Paste machen von irgendwelchen Gurus da draußen. Ja. Am Ende kann ich euch nur eine Sache empfehlen. Verlasst einfach eure Komfortzone, wächst daran, lernt daraus und dann wird das Leben euch sowieso zeigen, wo es lang geht. Und dann werdet ihr sowieso erwachsen. Ne? Nutzt einfach das, worauf ihr keinen Bock habt, wo ihr wisst, dass ihr dann näher an eure Ziele kommt, als Kompass. Und dann werdet ihr alle Erfahrungen, die ihr braucht, selber machen. Und dann werdet ihr feststellen, dass euer eigenes Bewusstsein die Kapazität hat, euch im richtigen Moment an die entscheidenden Dinge zu erinnern. Und das werdet ihr in euch nur beweisen können, indem ihr es einfach ausprobiert. Also nochmal zusammengefasst, verlasst einfach eure Komfortzone, arbeitet an euren Zielen, versucht euch das Leben aufzubauen und zu gestalten, das ihr wollt. Und dann wird euer Bewusstsein euch schon die richtigen Erinnerungen zur richtigen Zeit liefern. Und dadurch werdet ihr selber die Erfahrung machen, dass ihr eure eigene Lehrer seid. Die uns ja auch zuteilen, ja, also sind ja auch Energien und wir können auch gewisse Engel für unsere Heilung rufen. Wir können diese Wesen, weil das ist ein Team, was uns zur Verfügung steht, bitten, die Unterstützung da reinzugeben. Heißt aber nicht, dass sie mehr können wie ihr und das wollen sie auch nicht. Diese Wesen, auch die Verstorbenen, sind nicht mächtiger. Sie können auch nicht mehr, genau wie ein Kristallschädel. Der kann nicht, der war vielleicht mal ein Wesen wie du und ich. Aber sie stellen uns diese Bewusstseinsebene her, dass wir wissen, wir sind nicht allein. Alles ist Energie. Hm. Vielleicht noch ganz kurz, es gibt ja jetzt auch nicht nur die positive Religion, sondern auch richtig Hardcore-Satanisten, die ja auch existieren sollen. Ich meine, ich habe noch nie einen persönlich kennengelernt. Ja, das hat jetzt aber nichts mehr mit dem Thema New Age vs. Jesus zu tun, oder? Es gibt aber auch Dokus, seriöse Dokumentationen, die kann man sich anschauen und da sieht man tatsächlich Menschen, die dann Tiere opfern oder zumindest darüber reden, dass sie sowas tun. Das finde ich jetzt ja schon sehr... Das ist ja schon dieser, hier haben sie bei uns in der Ecke auch mal irgendwie schwarze Messen gehalten und sowas. Ja. Die beten ja natürlich etwas ganz anderes an. Also ich sage immer, die Geister, die ich rief, mit denen muss ich mich auch auseinandersetzen können. Und da sind wir jetzt in einer ganz anderen Szene. Ich habe mich jetzt mit dieser Szene auch nicht wirklich beschäftigt, aber ich habe es auch immer mal wieder so am Rande verfolgt. Ist auch eine interessante Sache. Das sage ich aber, das sind natürlich dann so ein bisschen mehr diese, in Klammern, Dunkelenergien, die es ja auch gibt. Die haben sich auch ganz bewusst für diesen Weg entschieden. Ja? Und alles gibt es auch, ist auch wieder Bewusstsein. Wir reden ja hier auch wieder vom Bewusstsein. Aber auch da, wenn ihr so jemanden kennt oder der in so eine Szene reinfällt, hinterfragt er auch mal, ob da Dämonen oder Besetzungen unterwegs sind in diesem Wesen, ja, oder in diesem Körper, kann dann auch sein. Oder sind vielleicht auch... Also bei mir ist es so, ich denke mir, das ist eigentlich fast immer so, also ich denke mir halt,
es ist fast immer so, bei fast jedem Satanisten ist ein Dämon drinnen. Und wenn es nicht so ist, dann nur deswegen, weil der Satanist, die Satanisten bewusst unterwandert. Ich sehe da keine dritte Möglichkeit, ja. Auch welche, die aus der Kindheit, die Ursprünge liegen meistens auch in unserer Kindheit, dass wir schlimme Erfahrungen gemacht haben und dadurch so abdriften. Und die haben den Glauben eben mehr an die dunkle Energie als an die andere. Ich sagte heute. Ja, und zwar liegt es daran, weil die dunkle Energie dir schneller den Erfolg auf materieller Ebene liefert. Du kannst dich mit Voodoo-Zauber an anderen rächen und sie umbringen, mit schwarzer Magie von der Ferne. Du kannst schneller an Geld kommen, ja. Du kannst die Gefühle von anderen Menschen manipulieren, sodass sie sich in dich verlieben, ja, und so weiter. Ja. Das kannst du ganz, ganz schnell alles kriegen. Ja, ganz leicht. Da kannst du ganz schnell in höhere Positionen kommen. Und deswegen glauben die mehr an die dunklen Energien als an die lichtvollen Energien, weil da alles langsam ist. Und warum ist es bei lichtvollen Energien langsamer? Naja, weil Gott sagt, dass wir hier sind, um die Materie zu meistern und nicht um von ihr abzuhauen. Und wenn du dich mit dem Satan einlässt, dann haust du von der Materie ab. Dann sagst du einfach, hey Satan, du bist mein Flaschengeist, schnippst mal mit dem Finger für mich und erfüll mir gefälligst meine Wünsche. Ja, weil damit ich mit dem Weg des geringsten Widerstands hier Vergnügen haben kann. Ja, das ist die satanistische Einstellung. Und bei uns, bei den lichtvollen Kriegern, da ist es genau andersrum. Da ist es so, dass würde ich die langsame Materie durch müssen und nur so die Materie meistern können. Ja? Und dass wir wirklich uns alle selber arbeiten müssen, hart arbeiten müssen. Und dadurch machen wir die Erfahrung, wozu wir fähig sind, als Teile Gottes, das Unmögliche möglich machen, die Materie zu meistern. Und deswegen ist es so, ja. Das ist der ganze Zusammenhang. Die einen sind einfach viel zu ungeduldig und viel zu gierig, ja, und wollen einfach mit dem Weg des geringsten Widerstands ihre Ziele erreichen auf materieller Ebene, und die anderen, die machen es halt eben über den richtigen, rechtschaffenen Weg. Der ist dann aber unabhängig und frei. Dauert nur länger. Und ist härter und unangenehmer. Aber er lohnt sich. So, eigentlich ist es Antichrist oder nicht, also Antichrist, glaube ich, hat man da auch zu gesagt. Ich sage jetzt heute dazu Antibewusstsein. Die leben mehr das Ist Antibewusstsein. ein guter. Ja, genau, das ist ein sehr gutes Wort. Mit Antibewusstsein ist gemeint, dass die Leute einfach überhaupt nicht mehr bei Bewusstsein sind, sondern sie leben wie Roboter, wie Marionetten von den Dämonen. Und die Dämonen benutzen diese Menschen nur als Energielieferanten. Zum Beispiel, sie ernähren sich von der Energie des Leidens. Und deswegen steuern sie dich so, dass du Tiere opferst, wodurch Leidensenergie entsteht. Und diese Energie saugen die Dämonen dann ab. Ja, einfach nur damit ihr den Zusammenhang versteht. Und das machst du wie ferngesteuert, wie ein ferngesteuerter Affe, weil du kein Bewusstsein mehr hast, du kannst nicht mehr selber denken. Du bist nur noch gesteuert, hast keinen eigenen freien Willen mehr. Ja, deswegen hat es ja gut das Wort Antibewusstsein gewählt, weil du schaltest dein Bewusstsein einfach ab und bist dann nur noch ein Roboter, der nur noch für sein Vergnügen lebt und bist überhaupt nicht mehr frei und merkst es gar nicht mehr, weil du nichts mehr feststellen kannst, weil dein Bewusstsein nicht mehr da ist. Du bist dann irgendwann nur noch ein Roboter, ein Bioroboter, ja. Und das ist ja deren Agenda von den Dämonen, dich in einen Robotisierungsprozess zu bringen, um dich fernsteuerbar zu machen, damit du ein konstanter Energielieferant für die Viecher bist, ja. Einfach in der Mitte, die Zusammenhänge versteht. Ja, und nicht das Bewusstsein. Also fragt vielmehr nach höherem Bewusstsein und nicht nach dem Antibewusstsein. Und was braucht es, dass wir oder dass immer mehr Menschen sich dem Bewusstsein öffnen und diese neue Energie leben, um das Antibewusstsein nicht zu bewerten oder schlecht zu machen oder schlecht zu sehen, sondern eher zu sagen, wie viel oder was braucht es, dass die bewusster werden, dass sie sich auch noch wenden im Blatt, ja? Ja, ich kann dir sagen, was das braucht, ein Eingeständnis aus dem falschen Weg zu sein und die Umkehr. Allerdings werden sie das nicht machen, weil dann verlieren sie ihr bequemes Leben, sie verlieren ihren ganzen finanziellen Erfolg, sie verlieren ihren Erfolg beim anderen Geschlecht, ja, ihre hohen Positionen, sie verlieren alles, was sie vom Satan jemals bekommen haben, und das werden sie nicht opfern. Wofür denn? Wofür? Denken sie sich wahrscheinlich, ja? Also es klappt leider nicht. Es ist echt schwer, solche Leute, die wirklich mit dem Satan unterwegs sind, zu erreichen, dass sie wirklich umkehren. Ja? Das ist ganz schwer.
Die müssten eigentlich einen richtig harten Knall bekommen, sodass sie wissen, dass sie wirklich auf dem falschen Weg sind, ja? Aber ich habe jetzt im Moment beobachtet, und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ich habe ganz viele Bewusstseinsebenen auch auf dieser Erde erfahren. Ich habe mich auch mit vielen Dingen auseinandergesetzt. Ab einer gewissen Bewusstseinsstufe, wenn man merkt, dass alles also dass deine eigene Realität aus deinem eigenen Bewusstsein erschaffen ist und wir wissen, dass alles Illusion ist, dann kommt man in einen Spalt oder in eine Energie, wo man sich wieder entscheiden will. Und wenn wir das alte Programm wieder zurückfallen, Jesus, Engel, dann sind wir eigentlich wieder eine Stufe zurückgegangen und sind noch nicht bereit, uns mit dem In die Wirklichen Selbstverantwortung in zu die gehen. Selbstverantwortung zu kommen. Sehr, sehr, sehr wichtiger Hinweis. Vielen, vielen Dank. Das ist ein Hinweis, den ich noch nicht hatte, den ich noch nicht kannte vorher. Da habe ich jetzt was Neues dazugelernt. Ganz herzlichen Dank. Irgendwann kommen wir an einen Punkt, wo wir sagen, dass unser Bewusstsein alles erschafft. Das heißt, zum einen auf der Ebene der Psychologie, dass wir alles bewerten aufgrund unseres Filters, selektive Wahrnehmung und so weiter. Das ist auch im Naturalismus vertretbar zumindest, ja. Aber noch zusätzlich bei uns, wir glauben, dass es magische Kräfte gibt, die die Realität im Außen erschaffen, weil es ein geistiges Gesetz gibt, welches besagt, einem jedem geschieht nach seinem Glauben. Und wenn ich jetzt glaube, es gibt eine Möglichkeit, Geld zu verdienen, ich muss richtig hart arbeiten, dann werde ich niemals Geld haben, bis ich hart gearbeitet habe. Ja, so als Beispiel. Und dann habe ich das Geld auch nie. Und jetzt ist es so, dass irgendwann du vielleicht diese Erfahrung machst, dass du wirklich der Schöpfer deiner Realität bist, mit deinen Gedanken, was aus naturalistischer Sicht unmöglich ist natürlich. Und dann musst du halt dich entscheiden, ob du wirklich diesen bewussten Weg gehen willst, diesen magischen Weg, oder ob du noch nicht so weit bist und dann eine andere Weltanschauung wählst, wo es so etwas einfach nicht gibt, wo so etwas als dämonisch abgestempelt wird. Weil es gibt da nur drei Möglichkeiten. Entweder der Naturalismus, da gibt es sowas überhaupt nicht, weil es nichts Übernatürliches gibt. Oder du bist einer von uns und da gibt es so etwas Übernatürliches und das ist auf der guten Seite, selber alles zu erschaffen. Oder du bist mit einem anderen Gott unterwegs und die anderen Religionen haben leider die Tendenz zu sagen, alles andere ist vom Teufel. Und dadurch glaubst du, dass dieses Schöpfer von der Realität sein auch vom Teufel stammt, ja? Das heißt, du schubladisierst es abhängig davon, welche Weltanschauung du hast, beziehungsweise stellst es fest, wenn es richtig ist. Also ich hoffe, es war jetzt verständlich. Also wenn du noch nicht so weit bist, die eigene Verantwortung für deine Gedanken als Werkzeug zu deiner Schöpfung, deiner Realität zu verwenden, dann brauchst du eine andere Religion, die auch übernatürlich ist, weil du bereits viel zu viel übernatürliche Sachen erfahren hast, dann kannst du nicht zum Naturalismus oder zum Atheismus. Dann gehst du als nächstes ins Christentum, wo es halt Leute gibt, die vorher auch Esoteriker waren, wo es dann die gleiche Geschichte haben wie du, weil du suchst nach Bestätigung, ja. Also das sind alles so ganz einfache Zusammenhänge, wie das alles zustande kommt, wie man von der Esoterik zum Christentum wechselt, ja. Um uns weiterzuentwickeln. Und das ist jetzt auch nicht die Freundin, die hat sich jetzt im Moment für diesen Weg entschieden. Ich respektiere Ja, das auch. das Ich ist auch habe alles großen okay. Respekt Ihr vor könnt Christen. alle ein. Ja, tut mir sehr leid, aber da ist bei mir, ist das irgendwie anders. Ich habe vor keinem, wirklich keinem, wirklich gar keinem einzigen Ex-Esoteriker Respekt. Wirklich vor keinem. Wirklich nicht. Warum? Wie man so dogmatisch sein kann, so extrem sein kann, solche unlogischen Dinge glauben kann und auch noch so starrköpfig sein kann, sein eigenes Weltbild, die ganze das wahr voraussetzen kann, seine eigenen subjektiven Erfahrungen zum Maßstab für die objektive Wahrheit machen kann und nicht einmal merkt, wie unlogisch das ist und dann sich auch noch die ganzen logischen Feststellungen von mir anhört. Und dann einfach das ignoriert, ganz bewusst. Sorry, dafür habe ich keinen Respekt. Und dann auch noch an die Hölle glaubt
und dann auch noch glaubt, dass der andere nur deswegen in die Hölle kommt, weil er eine andere Weltanschauung hatte, das ist das Niveau eines zweijährigen Kindes. Ja, dafür habe ich überhaupt keinen Respekt, wirklich null. Das muss man einfach ganz klar sagen. Frage stellen, um loslassen zu können, um sich da gar nicht irgendwie, du brauchst du keinen Predigen, nichts, sondern lass sie diesen Weg gehen und frag in die Energie rein, wird sie sich wieder dem anderen ausrichten und wenn ja, wann ist sie bereit dafür? Dann kommt vielleicht eine Zahl, 2 Jahre, 3 Jahre, 1 Jahr. Ne? Das ist dieses Abfragen der Energie und das bekommt ihr aus ihrem Informationsfeld. Und dann könnt ihr einfach sagen, okay, dann hat die jetzt eben gerade mal den Weg, ja, kann sie gehen, ich lasse, sie kommt auch wieder zurück und wenn nicht, ist auch okay, es ist aber nicht mein Weg. Also da könnt ihr wirklich ganz loslassen, braucht keine Ansichten, keine Bewertung reinzugeben und lasse laufen. Ist gerade ihr Weg. Und ich habe eben jetzt, die letzte Zeit fällt mir das immer mehr auf, dass immer mehr wieder zurückfallen, weil doch viele Angst haben, diese wirkliche Kraft, die sie sind, doch zu leben. Genau, das ist die Angst vor der eigenen Größe. Man hat Angst davor, wenn man ganz oben ist, dass man wieder ganz tief fällt, weil es nur eine Illusion war zum Beispiel. Oder man hat Angst davor, dass du dann unbeliebt bist, weil die anderen Menschen nicht so weit sind wie du und dich beneiden. Oder Angst davor, dass du dann von der Dunkelheit angegriffen wirst, weil du bist dann ein Feind der Finsternis, wenn du einer von uns bist. Und je größer du wirst, desto gefährlicher wirst und du wirst dann angegriffen von der Finsternis extrem. Du hast Angst davor, einfach dein altes Leben, woran du gewöhnt bist, radikal zu opfern für den Weg, für den du dich auf einer anderen Ebene entschieden hast. Alles andere hat sich dann dein Ego aufgebaut und so weiter, ja. Also, ja, es gibt viele Zusammenhänge, warum man Angst vor der eigenen Größe hat. Es ist auch eine Ego-Nummer, weil das Ego ist extrem klein und kann mit dieser Größe einfach nicht umgehen. Und da ist natürlich das spirituelle Ego eine sehr große Hilfe, ja. Weil das würde sich ja groß fühlen. Aber gut, das war's auch schon wieder mit diesem zweiten Teil. Morgen schauen wir uns den letzten und dritten Teil an und mir gefällt es bisher relativ gut. Es ist halt schwierig mit den Vokabeln, ne? Es ist sehr schwierig mit den Vokabeln für euch, die jetzt nicht so spirituell sind, damit klarzukommen, ja? Was Energie soll heißen soll. Ist es Strom oder was soll das sein? Ja? Ich verstehe es ja, ne? Es ist nicht so einfach. Aber gut, ich hoffe, ich kann es trotzdem so euch einigermaßen verständlich rüberbringen. Und dann schauen wir uns morgen den nächsten Teil an. Bis dann, ciao.